Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Amnesia. Wir sind immer noch hier an derselben Stelle und gucken. Unser Trick 17 gegen den Zombie im letzten Part hat funktioniert. Das heißt, wir werden da jetzt einfach mal genüsslich die Treppen hochstolpern. Und dann ab der Tür laufen. Laufen, was Daniels Beine hergeben. Und zwar ab jetzt. In welche Richtung geht diese Tür auf? Wieso war das jetzt nicht? Okay, kommt das jetzt auf die Spielweise an oder was? Very interesting, okay. Kletter. Kletter, kletter, kletter. Ich weiß, also ich kann mir wieder vorstellen, dass hier irgendwas passiert. Na, was sage ich? Kletter, Daniel, kletter. Also wenn von unten da jetzt ein Vieh kommen würde, das wäre sehr asozial. Wobei, können diese Viecher über Leitern steigen? Ich glaube nicht. Oh, eine Ladescreen-Leiter ist immer ganz was Neues. Es gibt nie einen Ausweg. Solche Dinge begleiten dich dein Leben lang. Wie konnte er es wissen, ob Henry unten an der Straße oder gar vor seinem Haus auftauchen würde? War er so verrückt? Würde er das tun? Hey, ich konnte mal einen Ladescreen-Text zu Ende lesen. Yay! Ach, nee. Was ist denn das hier? Die Leiter gebrochen, kann ich mir zurückklettern. Ah ja, klar. War ja irgendwie logisch. Oh, Tinderbox, Tinderbox. Gib mir die Tinderbox, oh Gott, der Tinderbox. Und hier sind gottverdammte 1, 2, 3, 4 Türen. Die ist offen, da gehen wir doch hin. Offen ist immer einladend. Okay, ein geschlossener Raum gefällt mir. Tür zu. Tinderbox. Holz, Gedöns. Steine, die man einem Zombie im Kopf klatschen können, wenn er kommt. Und... das war's. Okay. Also nichts Sinnvolles hier. Wie geht's uns denn, Daniel? Glas klar. Mhm. Spackst ab, aber dir geht's glas klar. Genau. Also den Raum hätten wir. Gut, bleiben wir nur noch drei. Hallo? Okay, da gehen wir später rein. Was ist hier? Nee, da warten wir auch noch kurz. Und die rührt sich nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal hier rein. Lassen aber beabsichtigt die Türe offen. Denn... okay. Zettel. Erst Zettel lesen. Daniel. Okay, anscheinend spackt Alex, also Daniel, gerade im echten Leben auch ab. Öl. Laterne ist mit einigen Tropfen Öl gefüllt. Mementos. Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschine. Wieso kann der wissen, dass es zwei Hebel sind, wenn ich nur einen betätigt habe? Jetzt kann er es wissen. Okay. Das heißt, hier ist auch Sense. Das heißt, wir haben noch den Raum hier. I don't like. Hallo? Was ging hier ab? Ich lass mal offen. Was geht denn da bitte ab? Okay. Lange Wendeltreppe ins große Nichts. Großer, unübersichtlicher Raum. Raum. Große, unübersichtliche Raum. Jetzt mag ich kein gut Deutsch. Okay. Hier scheint aber kein Zombie zu sein. Das heißt, wir schauen uns hier schnell um, dass wir nicht zu viel Lampenöl verbrauchen. Tinderbox. Tinderbox. Scheiß Fass. Scheiß Fass. Scheiß Fass. Scheiß Fass. Noch mehr Scheiß Fass. Noch viel mehr Scheiß Fass. Noch viel, viel mehr Scheiß Fass. Da ist auch nichts mehr. Haben wir hier noch was? Nee, nee, nee. Da ist noch eine Tinderbox. Wie viel haben wir denn? 34. Kann man die auch bald mal wasten. Und, wie will ich sagen? Wir gehen erstmal in der Zwischensequenz. Agrippa, das ist stockdunkel. Agrippa? Agrippa! Haha! Your life is safe.
I don't doubt that. But will it be worth living? Okay. Was ist mit Agrippa geschehen? Ich werde das wahrscheinlich herausfinden, wenn ich durch diese Tür gehe. Es ist eine Wand, ist mit ihm geschehen. Miep? Okay. Lass ich offen? Lass ich. Ja, lass ich offen. Komm. Schon mal ein bisschen Licht anzünden hier. Wo geht's denn hier lang? Labor. Sie rührt sich nicht, war ja klar. Ja, dann sieht es nicht so einladend aus wie in die andere Richtung. Aber spannend. Bam. Okay, die Tür bleibt mir definitiv offen. Mein Gott, was hängt da? Da hängt jemand. Okay. Lampenöl. Da läuft irgendeine Maschine. Erlebt. Ich glaube, das ist Agrippa. Like a prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lion's den? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. Okay, Agrippa ist irgendwie geistig verrückt und hat keinen Mund mehr. Alexander is toothless without an all. Yes, that's not very promising at all. The sector is basically impenetrable, but yes. Wie der aussieht. It could be breached by another. It could be breached. Alexander dropped it. Herrlich. Really? If you tell the truth, by all means. Ich sag doch gar nichts. Oh nee, sag jetzt nicht, ich muss hier eine Kugel suchen. Okay. Es wird eine Kugel benötigt, um ihn in das Innere des Heiligtums zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Das hört sich mal ja nicht gut an. Kann ich da wieder zudrehen? Would you consider taking me with you? I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann Reimer, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help him. A recipe for some sort of... Du, ich find's schön, wenn du neben mir gehen würdest. Agrippa, der sterbende Mann, sucht eine Notiz von einem Mann namens Johann Weyer. Oder Weyer, oder wie auch immer. Okay, wir gucken erstmal hier erst durch. Kann man die Fresse halten? Ja, ja, ich lese schon gar nicht mehr, was er schreibt. Spricht. Kann von hier aus nicht geöffnet werden. Kann von hier aus auch nicht geöffnet werden. Eine schwere Tür, Tür blockiert den Weg. Dann gehen wir mal da lang. Okay. Oh Gott. Okay, der hat nur leichte Kopfschmerzen, das ist super. Was immer das auch gerade war. Oh Gott. Wieder dieses elendige Mädchengeschrei. Und nicht nur Mädchen. Geh auf. Nicht nur Mädchen, sondern auch alles andere hier jetzt. Super. Hier ist leer.
Okay, das ist noch eine Tür. Wo geht's hier links? Ist auch leer? Okay. Und da links? Ist noch mehr leer. Okay. Gut, hätte man das mal festgestellt. Jetzt mal nach oben. Weniger im Pfeiler stehen wäre eine Idee. Aber ich würde sagen, bevor wir weitergehen, machen wir einen Cut und sehen uns im nächsten Part. Bye, bye.